Vor 28 Jahren hat man eine Videoaufnahme und Aufzeichnung mit so einem Gerät gemacht. Beispielsweise, das waren die Aufnahmegeräte der ersten Stunde. Also recht große Geräte. Hier kam eine Kassette rein, es wurde analog aufgezeichnet auf eine kleine Kassette, die später auf eine sogenannte VHS-Kassette kopiert wurde. Dazu gab es eine Adapterkassette und dann konnte man das entweder direkt abspielen oder mittels eines zweiten Rekorders kopieren. Solch eine Kopie, die 28 Jahre alt ist, liegt mir hier vor und der Wunsch des Eigentümers war: Jürgen, bitte kopier uns das mal auf den Computer. Mit anderen Worten, digitalisiere bitte diese analogen Inhalte, damit sie uns nicht verloren gehen, auf Computergeräte mit SD-Karte oder auf DVD. Als ausgebildeter Fernsehtechniker habe ich gedacht, kein Problem, das kriegen wir hin. Ich habe genügend Geräte zum Abspielen. Ja, das sind sie also, verschiedene Geräte, die ich hier habe, um überhaupt abspielen zu können. Da haben wir hier ein Gerät von SEG, einigermaßen handlich. Wenn man jetzt mal die Hand da im Vergleich sieht, ja, ist es schon. Und dann haben wir noch ein zweites Gerät. Das zweite Gerät ist ein Funai und eine Kombination aus DVD- bzw. CD-Abspielmöglichkeit und natürlich per VHS-Kassette aufzunehmen und wiederzugeben. Das können übrigens alle Geräte aufnehmen und wiedergeben. Als erstes musste man also die Kassette hier erstmal in das Gerät schieben, das automatisch eingezogen wurde und dann parat war zum Abspielen. Drückte man auf die Wiedergabetaste, dann wurde das Band eingefädelt, um über einen speziellen Video- und Tonaufnahmekopf, Videoaufnahmekopf ist der hier, Ton ist extra, um da jetzt aufzunehmen oder abzuspielen. Das funktioniert mit einer sogenannten Schrägaufzeichnung. Es wurden also immer verschiedene Spuren hintereinander auf so ein Band gebracht. Das Band sieht man da rechts, das ist das Dunkle. Und wenn ich jetzt hier mal wieder stoppe, dann kann man sehen den Ausfüllmechanismus. Eingang und Ausgang waren entweder Cinch, Buchsen oder Verbindung oder SCART. Auch bei diesem Gerät wird die Kassette hier eingeschoben und wenn alles funktioniert, dann wird hier sogar automatisch schon mal eingefädelt und das Gerät ist spielbereit. Bei manchen Geräten, wie bei diesem hier, ist ein Grundig, muss man sogar von einem Dienststecker auf Cinch-Verbindung adaptieren. Als Funkamateur habe ich mich schon lange Zeit beschäftigt mit verschiedenen Adaptern, sogenannte Videograbber. Videosignale auf meinen Computer zu bekommen. Ausgesprochen bewährt hat sich dieses Teil V-Top. Es ist nichts Besonderes, auch nicht besonders kostspielig.
Diese Geräte kosten zwischen 15 und 25 Euro. Der Anschluss für USB befindet sich hier auf der Frontseite und dort eingesteckt lief die Geschichte, tja, fehlerlos, immer sehr gut. Zu meinem Equipment für Amateurfunkfernsehen gehört also diese Videoanlage. Aus alten Beständen habe ich hier noch 4:3, weil auch die verwendeten Kameras, ja, alte gebrauchte Teile sind, wie diese hier, wo noch 4:3 Technik üblich ist. Für die Aufzeichnung gibt es verschiedene Programme, die zu den Videogräbern dazugeliefert werden, die man im Internet findet oder wie dieses, das ist das OBS Studio, das habe ich benutzt, um zu digitalisieren. Das heißt, man sieht in der Vorschau links das eine Video, das ja, gestreamte oder das, was aufgezeichnet wird im rechten Vorschaubild. Und dann kann man die Aufzeichnung starten und bekommt dann ein Format, was man weiterverarbeiten kann. Die Bildqualität ist natürlich nicht dem heutigen Standard zu vergleichen. Man darf nicht vergessen, die VHS-Kassetten hatten auch keine sehr große Auflösung. Es reicht also vollkommen für die Sicherung seiner Bestände mit dieser Auflösung zu arbeiten. So, hier habe ich mal den FME3 Flash Media Encoder genommen statt des OBS Studios. Und ich habe meinen Grabber von VTOP hier. Und jetzt sieht man, dass das hier dauernd zuckt, das Bild. Unten gibt es da hin und wieder mal so eine Streifenbewegung. Vor allen Dingen bei Bewegung ist das Bild nicht so ruhig, wie das vorher war. Ich habe dann auch an Software oder Hardware Fehler gedacht und meine ganzen Grabber aus der Schublade geholt und vergleichsweise mal alle angeschlossen. 5 Grabbern hat es denn dieser getan. Und man sieht, dass das Bild hier völlig ruhig ist. Kein Zucken und Rucken und Flickern oder sonst irgendwie was. Das funktioniert und funktioniert natürlich auch auf dem USB-Studio. Für den VTOP-Grabber hatte ich ja die Software und auch für meinen Logilink und ich habe geglaubt, kein Problem, das in Funktion zu bringen. Denn der Weg bis zu einem einwandfreien Bild war lang. Ich musste doch den Gerätemanager von Windows 10 zu Hilfe nehmen, um festzustellen, welche von meinen Videograbbern überhaupt funktionsfähig waren. Und anfangs war eben auch der Logilink leider nicht funktionsfähig. Alle anderen haben funktioniert, aber dafür gab es keinen Treiber. Ich habe auch eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt festzustellen, wonach ich suchen sollte für diesen Logilink. Denn ich wollte ja endlich meine Digitalisierung der VHS-Kassette starten. Mit diesen Bezeichnungen VG0005A bin ich jedenfalls nicht weitergekommen und fand eigentlich gar keinen Treiber. Das Gerät wurde auch ohne Treiber natürlich erkannt, aber kein Treiber. So im Internet per Hand zu suchen und einzubauen, nicht möglich. Eins von vielen Programmen, die mir helfen sollten, war Driver Max. Das war die einzige Chance im Internet, die ich gefunden habe, um jetzt irgendwie herauszufinden, wie kann ich dann den Treiber installieren. Man muss also, wenn man mal einen Treiber sich reinholen will, nicht das ganze Programm gleich kaufen, obwohl es sehr praktisch zu sein scheint.
Man kann also einzeln hier Treiber anklicken und die dann installieren. So habe ich dann auch den gefunden für den Videograbber und habe dann einfach gesagt, bitteschön, installiere mir mal diesen Treiber. Das Ergebnis für den Logilink-Grabber sieht man dann hier. Und dann habe ich ausprobiert. Mit dem OBS Studio sieht man das Ergebnis. Egal welche Kamera ich wähle, alles funktioniert jetzt. Hoppla. Ohne dass das ruckt und zuckt. Zudem gehe ich dann mal hier nochmal rein und winke mal freundlich mit der Hand. Ah, wo ist denn die Kamera? Da oben. Und jetzt konnte ich also die Digitalisierung starten. Doch bevor alles so rund lief, musste ich den Grundig-Rekorder reparieren. Seit vielen Jahren ungenutzt waren die zwei Antriebsriemen defekt. Einen konnte ich ersetzen und den zweiten versuchte ich aus Material aus der Bastelkiste herzustellen. Ich fand jedoch keinen Klebstoff, der die Teile sicher miteinander verband, und so machte ich mich online auf die Suche, fand ein akzeptables Angebot, bestellte und setzte die Riemen ohne weitere Probleme ein. Glücklicherweise war der Rekorder ansonsten noch in Ordnung. Aus meinem Fundus habe ich mir eine Kassette genommen, die erstmal ein bisschen zurücklaufen lassen und einfach da so einen Film abgespult, um zu sehen, wie wird's dann. Tja, so wie das Bild hier abläuft in der Vorschau, so habe ich das dann auch hier wiedergefunden. Das Video war okay, nichts zuckte und muckte. Das war also alles prima. Allerdings ist es mir nicht gelungen, den Ton hierüber zu digitalisieren. Das hat nicht funktioniert. Bei VTOP hat das gegangen. Hier konnte ich den Ton nicht drüber leiten, sondern habe ihn dann ganz normal über ein Audiokabel mit dem Computereingang, Line-Eingang verbunden, um auch den Ton zu bekommen. Zunächst hatte ich aber hier meinen Standard-Videorekorder, den ich im Raum habe, benutzt, um hiermit abzuspielen. Und wie man hier auf dem Vorschau-Monitor sieht, hat das sehr gut funktioniert. Kein Problem mit der Bildqualität. Ja, ganz anders sah das aus mit der Bildqualität von den Aufnahmen 28 Jahre zuvor. Hier scheint es doch ein Riesenproblem zu geben, wie man hier sieht. Und das hat nichts mit dem Rekorder zu tun. Das Problem liegt nach mehreren Versuchen bestätigt an der Qualität des Bandes. Wurde wahrscheinlich etwas schlecht gelagert und hier ergeben sich dann Probleme beim Abspielen. Man müsste versuchen, dieses Band zu reinigen. Da habe ich allerdings für mich keine Möglichkeit gesehen, wie das zu bewerkstelligen wäre. Während das obere Gerät eigentlich ganz gut funktionierte, das heißt, ich habe noch ein zweites Gerät und da gab es dann doch ein kleines Problem. Ich musste die Videoköpfe reinigen. Da muss man aufpassen, dass man das nicht senkrecht zu den Köpfen macht, sondern in der Drehrichtung sozusagen und natürlich sehr vorsichtig, weil das Keramikteile sind bzw. spezielle Frittköpfe. Ja, bei diesem Gerät, bei dem Grundig-Gerät, was ich dann letztlich benutzt habe, da funktionierte dann die Wiedergabe etwas besser. Ich will das mal zeigen. Jetzt auf Wiedergabe geschaltet und man sieht, dass es hier etwas bessere Qualität gibt. Ich habe auch hier zeitweise Störungen dann drauf.
Da sieht man sie, aber das Bild fällt nicht ganz aus und ist gleich danach wieder einigermaßen zu sehen. Es ist also nicht ganz so katastrophal wie bei dem anderen Rekorder. Die Aktion VHS auf DVD oder überhaupt im Computer zu digitalisieren, gestaltete sich also außerordentlich schwierig. Bei einigen VHS-Abspielgeräten war die Qualität noch schlechter als bei dem zuletzt benutzten. Dazu muss ich anmerken, dass das Grundig-Gerät, also das vor allen Dingen voluminöse große Gerät, bessere Qualität lieferte, aber erst nach einer Reparatur. Denn nach den vielen Jahren waren die Antriebsriemen kaputt, einer ganz gebrochen und der andere, ziemlich ausgeleiert. Ich musste also mir erstmal einen Satz neuer Riemen bestellen und kaufen. Das hat aber eigentlich sehr gut funktioniert. Es war auch nicht allzu teuer. Und somit ist das Gerät heute wieder betriebsbereit. Und meinem Alter entsprechend habe ich natürlich rund 20 oder 30 VHS-Kassetten, die mit ganz alten Erinnerungen aus der Familie, von Urlauben und so weiter, die ich dann gerne dort noch abspielen kann und auch digitalisieren kann. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen weitergeholfen hat, wenn du vor den gleichen Problemen stehst. Also Fazit, nicht jeder Grepper funktioniert. Dazu muss ich ergänzend sagen, dass es ja vorher geklappt hat mit meinem V-Top-Videogrepper und die Funktion sehr bedenklich in der Qualität geworden ist. Dieses Zucken im Bild ist katastrophal, das kann man natürlich nicht akzeptieren. Und das ist meines Erachtens aufgetreten seit dem 31.01.2021 nach einem Update des Betriebsprogramms. Ich habe versucht dann den ganzen Computer zurückzustellen auf den Auslieferungszustand, bin aber nicht sicher, ob nicht ruckzuck, weil ich nämlich die Internetverbindung noch hatte, also die LAN-Verbindung lag noch. Ich hätte die vielleicht rausnehmen sollen und dann hätte es eigentlich funktionieren müssen, denn wie ich das Gerät gekauft habe vor einem Jahr, hat es ja ein Jahr lang auch mit diesem V-Top-Grepper und auch mit allen anderen funktioniert. Dieses Gezucke, was da jetzt drauf ist, scheint mir doch am Betriebssystem zu liegen, dass das sich nicht mehr versteht mit der Hardware und dass da irgendwelche Adaptionsprobleme auftreten. Natürlich eine höchst unschöne Geschichte, dass einem sowas bei einem Betriebssystem, das man ja mit seinem Computer zusammen kauft und bezahlt, dass es dann zu solchen Überraschungen kommt. Gottlob habe ich einen Grepper von 5 gefunden, der trotzdem damit klarkommt. Und dafür bin ich natürlich außerordentlich dankbar. Dir viel Erfolg bei deinen Versuchen, etwas aus alten Beständen zu digitalisieren.